optimale Bade- und Schlürftemperatur, würde ich sagen. Da werden sich die Insekten freuen. Ich glaube, das wurde auch schon gut genutzt. Ja, seid herzlich willkommen da draußen. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ja, neugierig seid, was da hier so im Garten abgibt. Und ich kann euch schon verraten, das ist eine Menge. Der Flo und ich waren quasi pausenlos aktiv, immer mal mehr, mal weniger, aber so vom Umfang dessen, was wir gemacht haben hier, ist das schon ein starkes Stück mit viel Inhalt, mit viel Kreativität. Das Geschichtchen habe ich auch schon vorgestellt im letzten Video. Und ja, in der Richtung ist was abgegangen. Da hinten, hier, da, die Richtung. Noch und nöcher, ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Es wird auf jeden Fall spannend. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin der Lars. Und ja, bin jetzt schon bei der, ich weiß gar nicht, 27., 28. Folge. Darf mich auch mal vorstellen nach gewisser Zeit. Und ich nehme euch heute mit, Stück für Stück, Beet durch Beet. Und wir gucken uns an, erstmal, was wir natürlich, wie gerade angesprochen, irgendwie hier so im Garten gemacht haben. Und natürlich, was alles hier so wächst und was ausgesät wurde. Ich denke, das wird rundum spannend und wir legen einfach mal hier vorne los. Und dann fangen wir gleich da an, bei einem Teil, den wir eigentlich schon so ein bisschen kennen, um auch zu ergänzen, was hier so weiter vor sich geht. In dem Bereich hatten wir ja auch schon mal angefangen. Also das hier vorne, das kennt ihr natürlich. Dieses Konstrukt aus dem letzten Video. Ja, gibt es nicht zu ergänzen. Ich habe eigentlich nur hier vorne noch ein Herz eingebracht. Das ist jetzt schön fest. Aber das zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Und hier vorne an der Stelle, hier stehen wir quasi vor dem Kartoffelacker. Hier haben wir ungefähr 10 Quadratmeter. Die sind jetzt mittlerweile ja durchgearbeitet, Beikraut befreit. Und ja, oben seht ihr Stroh. Darunter haben wir verschiedenste Materialien, ob Laub, sonstige Materialien von Sonnenblumen, alten Gewächsen, die irgendwie, ja, sowas in der Richtung hier, ne? Oder hier genau ganz viel über gehabt, eingearbeitet. Das ist hier auf jeden Fall drin. Pferdemist auch noch. Ja, im Großen und Ganzen super vorbereitet. Jetzt wartet der Bereich hier noch, der Kompostbereich, haben wir ja genau wie ein Kiholbeet angelegt. Das ist jetzt quasi ein Kiholbeet, Kartoffelacker. Ja, und hier in der Mitte geht es nochmal durch. Bin schon gespannt, was da so alles auf mich wartet. Ich erwarte auf jeden Fall noch frische Kartoffeln. Da können wir jetzt aus Erfahrung sprechen. Wir haben gerade vor einer Woche noch Kartoffeln aus dem Boden geholt und die sehen super aus. Da kommen wir auch noch vorbei. Die kann ich euch gleich noch in die Kamera halten. Ist auf jeden Fall die rote Emily. Ich freue mich, dass davon dann auch noch was übrig ist. Hier können wir nochmal das Treiben einer Hornisse beobachten. Na, kriegen wir sie rein? Lässt sie sich filmen? Die sucht hier nach was? Ich weiß es nicht. Naja, lasse ich sie mal in Ruhe. Auch wenn das zu spannend ist gerade. Ja, und wisst ihr, was toll ist? Ich habe an verschiedensten Positionen im Garten, auch diese jene, die ihr gerade vorfindet, über Löcher gebohrt. Hier sind Löcher, da ist ein Loch, da ist ein Loch, da ist ein Loch, da vorne ist ein Loch, beim Kiholbeet ist ein Loch. Überall, wo sich das halt so angeboten hat, ja, für ein bisschen Perspektivwechsel im Garten dürfte das neuen Schwung reinbringen. Das habe ich auf jeden Fall bei den zwei Videoversuchen, die ich schon hatte, gesehen. Und das nehme ich heute mit und werde ich natürlich einbauen. Benutze ich gerade ganz fleißig. Wünsche euch viel Spaß damit. Das ist auf jeden Fall beim Film eine Neuerung, die ich mal kurz an dieser Stelle ansprechen möchte. Ja, hier ist letztendlich noch ein bisschen was passiert, ein paar Kleinigkeiten. Ich habe sie gerade schon angesprochen und gezeigt. Einmal neu haben wir hier eine Insektentränke. Da so ein bisschen habe ich auf jeden Fall schon die Bienchen dran gesehen. Ja, also schön groß, deswegen sagt die vorne perfekte Schlürf- und Badetemperatur. Ja, hier vorne ist noch Totholz hingekommen. Ich glaube, das dürfte ich noch nicht gezeigt haben. Hier haben wir überall so ein bisschen Saatgut rein. Die Amseln haben hier nochmal ein bisschen Randale gemacht und die anderen Sachen verteilt. Hier kommt auch schon Kresse. Da sieht man das sehr gut. Andere Stellen gibt es da noch. Ja, und das war das hier vorne. Und ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Das ist so ein Abteil, wo richtig was passiert. Das ist ja schon fast ein Viertel hier von dem. Ja, hier der Teil ist ein bisschen gedacht mittlerweile, aber es ist auf jeden Fall alles von Anfang an so ausgebessert gewesen, dass man hier Wasserentnahmestelle und quasi rundum gießen kann. Das kommt mir auf jeden Fall sehr zugute, funktioniert wunderbar.
Und ja, hier war es zuletzt noch wüst, könnt ihr euch erinnern, hier an der Stelle? Und da schauen wir uns auch erstmal aus der Ferne und im Groben an, was sich hier getan hat. Ganz unschwer zu erkennen, Pyramide steht noch, alles wunderbar. Hier gibt es noch ein bisschen was zu tun. Da wollen wir noch ein bisschen Beikraut entfernen, damit das nicht auf die Beete geht. Ja, das Beet ist soweit freigemacht, noch nichts ausgesät. Aber hier haben wir 5 Himbeeren stehen, an der Ecke steht noch ganz fleißig der Grünkohl und blüht. Hier haben wir ein Gestell hinbekommen. Ich bin gerade mal ein bisschen im Schnelldurchlauf, bevor wir gleich näher rangehen. Ja, ein Gestell bekommen für die Tomaten. Deutlich stabiler als alles, was wir davor gebaut haben. Also das macht auf jeden Fall was her, ist auch noch nicht fertig. Dürft ihr gespannt sein, was da dann in den nächsten Videos, denke ich, irgendwann mal kommt. Und ja, hier drumherum die Blühwiese haben wir auch frei gemacht und einiges an kreativen Sachen mit integriert. Blühwiese ist ein bisschen kleiner geworden. Dafür haben wir jetzt einen Weg, um hier, wo die Tomaten dann nachher reinkommen, ja, genug Platz zu haben, um an die Pflanzen ranzukommen. Das, was man nicht sieht, ist, da vorne gibt es noch einen Weg. Da vorne wird auch noch irgendwie was eingebaut, dass wir auf jeden Fall einmal von der Seite reinkommen und einmal dann quasi hier drumherum an der Seite sein können. Das mit dem Zaun, das hatten wir uns so gedacht wegen der Blühwiese, dass die nicht wieder so rüberschwappt wie letztes Jahr zu den Tomaten. Da müssen wir ein bisschen mit der Feuchte aufpassen. Ja, hier am Kehobeet haben wir einen wunderschönen Löwenzahn. Ja, ich spekuliere damit, irgendwie wieder Löwenzahnsirup zu machen. Das wird eine feine Sache. Ja, aber der hat jetzt nur abgelenkt. Wir wohnen ja einmal auf die andere Seite. Ja, da gibt es auch ein paar schöne Löwenzahnzähne. Wie sagt man denn jetzt? Löwenzahnexemplare. Gut rausgeredet, Lars. Ja, so sieht das hier aus. Gehen wir doch mal den Gang noch mal rein. Und zwar hier vorne an der Pyramide, an der Spitze haben wir noch einen Insektentränkel. Bitte, liebe Leute, denkt an die Insekten, dass sie auch genug zum Schlürfen haben. Ich muss aber sagen, das ist jetzt nicht so sauberes Wasser. Da muss, ja, also die, ich glaube, beklagen können sie sich nicht. Da ist schon frisches Wasser gerade reingekommen. Aber ich glaube, das muss ich mal durchspülen und generell sauber machen. Ja, eins nach dem anderen. So, und hier ist dann der Gang. Und wir haben hier ja, verschiedenste Elemente reingebracht. Einmal von hinten zu sehen, ja, Deko natürlich, aber natürlich auch schöne Landeplätze für die Vögel und für vor allen Dingen Libellen. Die sitzen da so gerne auf irgendwelchen Stöckern rum, auf irgendwelchen Teilen, die halt so diese Größe haben. Das mögen sie gerne, durfte ich immer wieder beobachten. Ja, und dann habe ich hier was gebastelt. Da war ich ein bisschen bei. Ich kann euch das einmal von unten zeigen. Da sieht das so aus. Ja, also alles ordentlich mit Stöckern und drinnen halt Stroh. Das ist dann Lebensraum für, was weiß ich, Käfer oder so. Da wird schon irgendwer reinfinden, der da halt rein möchte. Das Leben findet seinen Weg, von daher mache ich mir da gar keine Sorgen. Und davon gibt es dann halt auch noch ein zweites. Das ist das hier. Mal ein bisschen kreativ anders. Alle so ein bisschen unterschiedlich. Und darunter sieht das so aus. Also im Groben und Ganzen gefällt mir das richtig, richtig gut. Und jeden, der da bisher ein bisschen geschnuppert hat, Flo findet das sowieso gut. Wir machen das hier so zusammen, das ist immer so ein bisschen mit Rückfrage. Ja, und das hier soll so ein bisschen die Blühwiese abhalten, die sich dann hier richtig breit machen wird. Ja, Kornblumen und hier, ja, da sehen wir sie ja auch schon. Da haben wir 3 Exemplare, die ihr jetzt ungefähr in der Mitte seht. Das ist die Kronlichtnelke. Dann haben wir da vorne einen Lavendel an der Ecke. Hier eine Lupine, die natürlich gerade Pause macht. Und hier haben wir auch noch eine, was haben wir denn hier? Doch, das müsste auch noch mal wieder eine Kronlichtnelke sein. Hier an der Ecke ein Bäumchen. Das ja, war ja ein Geschenk von Klaus. Von Klaus und Danis Garten. Ja, den hatte ich ja zu Besuch. Ich war auch schon in Kiel bei ihm und das war so ein Gastgeschenk, wie es aussah. Wollte es aber keine Pflaume bleiben und möchte irgendwas anderes werden. Wurde aber auch schon spekuliert hier, dass es trotzdem eine Pflaume ist. Mal gucken, wird sich zeigen. Hat auf jeden Fall ja, im Erdreich definitiv Nährstoffe jetzt gekriegt und Bodenaufbereitung frei vom Beikraut. Keine Konkurrenz mehr, das sieht deutlich besser aus als letztes Jahr. So, und die Konstruktion will ich auch noch mal ein bisschen beleuchten mit euch. Also ihr könnt da sehen, angefangen haben wir hier mit den Ecken. Ja, dann haben wir Querverstrebungen gemacht. Ich glaube, mit denen haben wir angefangen, genau. Dann kamen die dazu.
Und dann zum Schluss, also diese Querverschrebungen da drin sind halt da, wenn es in die Richtung geht, also von der Energie-Kraftauswirkung, wenn da der We Wind dran zehrt, hier, da könnt ihr das sehen. Es ergänzt sich wie so Zug- und Druckstufe. Gibt also Federungskonzepte, die so funktionieren. Ja, und die ja, sorgen dafür Steifigkeit. Genau das gleiche in die andere Richtung. Könnt ihr hier eigentlich überall beobachten. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg. Denn ja, rein optisch geht nach oben noch einiges. Bin mal gespannt, wenn wir bestimmt irgendwelche Tomaten hochranken lassen, obwohl ranken tun sie ja nicht. Aber halt anbinden oder in die Richtung lenken. Ansonsten wie gewohnt hier so Deko-Elemente, Totholz. Halt, wenn auch hier noch nicht groß zu sehen, aber kommt dann nachher, wenn die Blühwiese aber so richtig trotzt dem Ganzen und sich breit gemacht hat, dann ist hier kein Durchkommen mehr. Ich weiß nicht, ob wir nachher dann noch den Zaun sehen können. Wird sich alles so zeigen. So, und es ist ein bisschen mehr passiert. Ihr könnt sehen, ja. Die Quecke, der Rasen, wie auch immer ihr das Gras, hat sich ein bisschen runtergetrampelt, aber hier wurde auch ein bisschen was gemäht. Hier in dieser Richtung, könnt ihr auch wunderbar erkennen, haben wir deutlich freiere Wege. Hier vorne an der Stelle, ja, da wächst ja die Goldrute, ein absoluter Insektenmagnet. Also was da an Tieren dranhängt, das ist der Hammer, echt. Also möchte ich jedem im Garten oder möchte ich jedem empfehlen, sowas sich in den Garten zu holen. Den einen oder anderen habe ich damit schon anstecken können. Aber ich muss sagen, ich war jetzt zuletzt beim Apfelbaum da hinten zugange. Da kommen wir gleich auch noch hin, da gibt es ein bisschen was zu zeigen. Und ja, das, was da hinten drin war, war eigentlich super leicht rauszuziehen. Also ich fand das nicht schlimm, es ist eine übersichtliche Pflanze und definitiv in Schach zu halten. Und hier vorne darf sie sich breit machen. Das, was hier oben drauf liegt, ist im Grunde genommen ganz viel von dem, was ich dann hier dann so überall abgeknapst habe. Und das bietet dann wieder Schutz für die Tiere, Vögel, Igel sind ja auch super gerne drin. Ja, gerne im Garten. Oh, das war ein gutes Stichwort gerade. Denn beim letzten Video habe ich was vergessen. Hier beim Gartentor. Ja, sollen wir mal gucken? Das wird jetzt auch erst noch mal eine freihändige Sache. Einmal von hinten Holz ist rangekommen, denn der Griff war kaputt, da auch mal was Neues gemacht, Spaten umgesetzt, ein bisschen weiter in die Richtung, damit das hier so griffmäßig auch genug Platz hat. Ansonsten von hinten natürlich ein bisschen noch was zu sehen, das zeige ich euch aber gleich von vorne. Hier vorne, ja, habe ich ja hier sowas und bisher noch keine Lösung gefunden, wie ich das irgendwie da besser rankriege. Aber mittlerweile jetzt auch hier noch gefeilt, soweit ausgehoben, damit das hier auf der anderen Seite gut noch passt. Und hier ganz unten könnt ihr noch eine Schraube sehen. Hier ist noch so ein kleiner Spalt, da muss ich jetzt nicht auch nochmal ranfilmen. Und somit hakt das Ganze jetzt ein und hält. Mal mehr, mal weniger. Das ist noch ein bisschen verbesserungsbedürftig. Aber für den Anfang schließt die Tür jetzt mal, wie sie soll. So, das ist die Tür nochmal von außerhalb des Gartens. Ja, zeige noch mal, was sonst noch so reingekommen ist. Gibt auch noch ein kleines Highlight gleich. Das Beste kommt zum Schluss. Hier haben wir noch einen, ja, einen Hammer mit dran. Hier überall so ein bisschen dekomäßig. Auch den Platz dicht gemacht. Hier unten war so eine Lücke immer, wo ein Hase durchkam, den Kohl weggefuttert hat, Salat, alles, was er so vorfand. Und ja, die Lücke ist jetzt soweit geschlossen. Also generell habe ich keine Probleme, hier im Garten das Essen mit den Tieren zu teilen. Oder wir haben das nicht. Ja, also genug für alle da in dem Sinne, aber der Hase futtert da noch schon so viel weg, dass letztes Jahr 10, 11, 12, ich weiß nicht wie viel das waren, Kurabis dann weg waren. Ich weiß nicht, Flo, weißt du das noch? Keine Ahnung, da wollten wir dieses Jahr ein bisschen was besser machen. Da hinten gibt es auch noch eine Stelle am Zaun, die dicht gemacht wurde, wo ein bisschen Löcher waren, weil der Zaun hier ist nicht ganz in Ordnung. Das ist ja auch irgendwann mal dran. Hier unten dann das Highlight. Da haben wir ein Eagle Inn. Also hier kann der Igel alles finden, was er braucht. Unterschlupf, Futter, Rundumversorgung. Ist gern gesehener Gast hier. Kümmert sich auch gern um die Schnecken. Und da ist jetzt so viel Platz, dass nur noch ein Igel durchpasst. Ja, wunderbar. Oder Katzen halt. Ne? Also ich passt schon. Ja, aber genug von der Tür. Im Garten habe ich gerade so ein bisschen bemerkt, dass wir hier noch gar nicht wirklich fertig waren. Ich wollte noch mal ein bisschen näher ran. Aber da wir gerade so dran vorbeikommen, hier vorne ist ja das Milperbeet geplant, wie jedes Jahr mit Kürbis, mit Mais, mit Stangenbohnen und Blumen, hier Sonnenblumen, die sich hier gerne breit machen.
Ja, ist zur Hälfte durch. Der vordere Teil, den ihr sehen könnt, da bis dahin waren wir schon einmal durch. Da am Rand gibt es noch ein bisschen was frei zu machen und dann hier einmal und das ist das Beet auch so weit vorbereitet, dass das quasi auf die Pflanzzeit wartet. Ja, und hier vorne, ich wollte auch noch ein bisschen zeigen. Ich wollte hier noch mal ein bisschen ins Detail. Da drüben gibt es noch was zu sehen. Ja, aber ich möchte hier vorne noch mal anfangen. Noch mal von dieser Seite einmal schön zeigen. Hier haben wir übrigens ein Bienenhotel. An anderer Stelle ist das umgekippt, aber wurde fleißig genutzt immer. So, jetzt tingeln wir nochmal darüber. Das ist eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Also hier sind wir jetzt wirklich durch, zu Genüge. Hiermit auch. Hier gibt es nicht wirklich was zu zeigen. Aber hier. Ja, das ist mein Blick hier gerade. Und ja, das ist auch eins von den hergeschafften Materialien. Steckte noch im Boden. Das hier dann ordentliche Wegbegrenzung, generell auch hier die Wege ein bisschen breiter gemacht, damit das mit dem Rasenmäher dann ein bisschen besser passt. Übrigens, hier läuft alles mit Handrasenmäher, da wird kein Strom oder Benzin benutzt. Das läuft hier quasi von Anfang an so. Es gab mal einen Ausprobiertag mit Sensor am Anfang, aber das hat mir alles nicht gefallen. Ja, und somit haben wir hier jetzt einen schönen Weg, der auch noch schöner gemacht wird. Wir haben hier überall Beulen drin, an anderen Stellen auch im Garten. Das wird auf jeden Fall was sein, was ich irgendwann nochmal verändern möchte mit dem lieben Flo. Oder wer auch immer dann da irgendwie bei ist. Dann haben wir hier die Himbeerpflanzen. 5 Stück haben wir da ergattert. Und hier einmal eingepflanzt. Steht ein bisschen schief, weiß nicht warum. Kann man aber noch ein bisschen korrigieren. Und hier vorne, also die Amseln, die haben aber richtig Randale gemacht. Weil die haben ja eigentlich wunderbare Wege gemacht. Hier lagern noch ein paar Kartoffeln noch für... wenn es dann noch geht, rote Emily. Ja, die müssen bald mal am Boden her. Das haben wir noch gefunden, das Exemplar. Super genial. Ja, ich glaube, die muss ich gleich noch mal rausretten. Die fühlen sich nicht ganz so gut an. Die dürfen gerne noch ein bisschen keimen. Dann kommen die hier vorne in den Boden rein. So, und ja, was ist hier sonst noch? Hier gibt es auf jeden Fall noch zu bestaunen den Grünkohl, von dem wir immer wieder mal naschen. Und der steht jetzt in der Blüte, wie ihr sehen könnt. Ist das nicht schön? Also ich mag das. Wieder ein schönes Highlight im Garten, wie ich finde. Jo, hier sollen irgendwie noch Kartoffeln rein. Für den Rest haben wir uns noch nicht entschieden. Wie gesagt, da die Tomaten. Und Keyhole-Beet-mäßig ist auch nicht ganz so viel passiert. Das hier ist ein Topf, da ist gute Erde reingekommen. Wir haben so viel tolles Material gekriegt. Das werde ich euch gleich noch von Nahen zeigen und auch sonst was alles hier noch so hergefunden hat. Ja, Keyhole-Beet hier ist nicht so weit da reingekommen. Es gibt aber ein paar andere Stellen, die zeige ich euch jetzt noch mal von Nahen. Denn hier vorne in dem Bereich, da haben wir jetzt Sellerie drin. Eine Pflanze, 2, 3, 4 ist nicht durchgekommen. Sieht wie abgefuttert aus. Na, wer hatte da Hunger? Und ich glaube, da war noch ein Exemplar mehr. Na ja, gut, sind 3 Stück, 3 sind durch. Vielleicht sitzt hier noch eine. Ah, da haben wir auch noch eine. Also hier haben wir eine Selleriesorte. Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. Und hier vorne ganz fröhlich wächst vor sich hin. Liebstöckel, wunderbar. Auch bekannt unter Maggi-Kraut. Ja, darf gerade so ein Kartoffelgericht, ein Suppen mit Zellerer nicht fehlen. Und ja, wenn man dann auch irgendwie Brühe selber macht, ist das auf jeden Fall eine Zutat, die da reingehört. Aber wem erzähle ich das? Ich denke, das wisst ihr da draußen, die meisten von euch. Und dann haben wir hier noch bunte Beete drin. Die haben sich soweit erholt. 1, 2, 3, 4 Exemplare. Da hinten gibt es noch ein 5. Ganz dünn. Sehe ich aber von hier. Und dann ist hier noch ein bisschen Salat reingekommen. Aber ob der dann noch so durchkommt, das wird sich zeigen. Ich glaube, der hat mal ein bisschen zu trockene Periode gehabt und ist nicht durchgekommen. Also wie ihr sehen könnt, gut gerade vor mittlerweile. Da vorne gibt es noch ein Beet, was soll. Da hinten in der Ecke gibt es noch ein Beet, was fertig gemacht wurde. Der Flo war dabei. Und ja, ansonsten sind wir hier vorne durch. Das ehemalige Zuschauerbeet, da haben wir uns auch noch einen Teil vorgenommen. Dann auch in den kommenden Videos. Und ich würde sagen, ich nehme euch jetzt noch einmal mit und zeige euch die Ecke da hinten. Dann geht es über ja, das Grassoden-Hochbeet in den hinteren Bereich. Rhabarber, das Beet unterm Baum. Hinten überhaupt Knoblauch, wie das alles aussieht, das kommt dann gleich. So, da hinten nochmal in die Ecke rein. Ah, hier hinten in die Ecke rein.
Ja, die Spede, es sieht echt so, so, so toll aus. Oder was meint ihr? Das hat der Flo doch großartig gemacht. Stand natürlich vorher in der Richtung auch schon da, aber es war schon so ein bisschen einsturzgefährdet. Ein paar Sachen haben sich nach außen gedrückt, das hat er stabilisiert. Das müsste eine Königskerze sein, die da kommt. Und direkt daneben haben wir nochmal das haarige Schaumkraut. Nee, Blödsinn, was erzähle ich denn? Da haben wir, wie heißt sie denn noch? Die Vogelmiere, genau. Daneben wächst noch irgendwas, kann ich jetzt nicht sagen, was das ist. Ja, von hier kann man ganz wunderbar erkennen, dass die Ecke hier auch so Liebe gekriegt hat. Und so langsam das Gesamtbild hier sich vom Garten dann auch bessert. Für alle, die es nicht mitgekriegt haben, 6 Monate nicht da gewesen und dank gerade Flohs Hilfe hier im Garten so weit vorangekommen, dass wir so richtig viel aufgeholt haben. Aber es ist auch dieses Jahr enorm wichtig, unabhängiger zu sein, sich mehr selber zu versorgen. Denn also ich kann mir die Supermarktpreise nicht mehr leisten. Das war im Grunde genommen schon vor 2 Jahren so. Und dann muss man halt gucken, wo man bleibt. Und ja, ich war ja wohl schon immer auf dem richtigen Weg. Das war die Vorbereitung für die jetzige Zeit. Und ich bin froh, dass ich da noch rechtzeitig Erfahrung sammeln konnte und letztendlich auch schon 4 Jahre hier war. Und dieses Jahr geht es wirklich um deutlich mehr Selbstversorgung, gerade so für den Winter, das Ganze mit dem Einmachen und so weiter, das war ja noch nicht so meins. Ja, ich habe auch so meine Gewohnheiten, mein, ich sag mal, altes Leben, was aber dazugehört, was mich geprägt hat, und so diese alten Gewohnheiten loszuwerden, ist gar nicht so leicht. Ich glaube, das wisst ihr da draußen, wenn es irgendwas gibt, wo man sagt, da will ich was anders machen, ist mitunter gar nicht so leicht. Dennoch denke ich, dass ich da auf einem guten, richtigen Weg bin. Vor allen Dingen zusammen mit dem Flo, zusammen mit meiner Gefährtin und den Kindern. Wollen mal gucken, wo das alles so hinführt. Dieses Jahr auf jeden Fall schon jede Menge Giersch gegessen, andere Wildkräuter, hier auch den Grünkohl immer mal dran gezopft und was gefuttert. Das war auf jeden Fall sehr kräfteschenkend und fühlbar gesund. Nach wie vor geht es hier darum, Spaß zu haben, dass es sich nicht nach Arbeit anfühlt. Ich denke, das läuft bei uns super gut. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Methode, die super effektiv funktioniert, wenn man da mal loslässt, sich da alles durchzuplanen und hier Termin und dort und Arbeit hier, und dann fühlt sich das natürlich auch so an. Also jeder hat ein Gefühl zu dem Begriff Arbeit, oder? Ich würde sagen, das ist eine Sache, die jeder von uns kennt. Und das ist ein Begriff, den ich versuche hier aus dem Garten rauszuhalten, denn so funktioniere ich einfach nicht. Dann bin ich wie gelähmt. Wenn sich das nach Arbeit anfühlen würde, dann hätte ich, glaube ich, nicht mal 10% hier auf die Beine stellen können mit Flo. Das ist das Ergebnis von purer Freude, von vielen tollen, schönen Tagen. Und es wird weitergehen, da kommen noch tolle neue Sachen. Es gibt auch jede Menge tolle Sachen, die noch im Garten finden werden. Der Flo und ich haben ja über 50 Touren hier gemacht, obwohl der Sven hat auch mal geholfen. War da auch mit bei, aber alles so durchgezählt, über 50 Touren, ob Schubkarre, ob was Schweres schleppen, was an Rohstoffen in den Garten gefunden hat, beziehungsweise Material, um gerade da vorne das Tomatenbeet zu bauen, wo wir gleich auch noch hinkommen, das mit der Überdachung. Ja, alten Dingen wieder einen sinnvollen, ja, Zweck einzuräumen und nicht gleich wegzuschmeißen, vor der Müllhalde bewahren, vor diesem Recycling. Prozess, der jede Menge Energie verschwendet, wenn man es doch dann irgendwie im Garten integrieren könnte. So ist meine Gedankenwelt. Wer sich da anstecken lässt, wäre mir eine Riesenfreude. Aber fühlt euch jetzt bloß nicht von mir erzogen, ermahnt oder sonst was. Ich denke, jeder Mensch hat seine Zeit und seinen Raum, den er braucht, um ja da reinzuwachsen. So, genug palabert, jetzt soll auch mal gut sein. Ich wollte eher zeigen. So, nimmt alles gute Züge an. Auch den Pflanzen im Gewächshaus geht's gut. Da möchte ich jetzt nicht weiter rein. Ja, aber hier vorne wollen wir mal weitermachen. Hier haben wir das Grassoden-Hochbeet. Hier vorne ist noch nicht gesenzt, wie ihr sehen könnt. Hier ist auch ein Bereich, der noch Stabilität wieder braucht. Hier wurde gesenzt. Hier haben wir auch eine Insektentränke. Und hier ist das Beet, wo dann nachher 4 Tomaten, denke ich, reinkommen. Irgendwas in der Mitte noch. Also da wollen wir 2 Pflanzen haben, da irgendwie 2 Pflanzen. Da hinten haben wir Salat, da haben wir Salat drin. Da hinten ist noch ein Salat. Das haarige Schaumkraut, das darf den Platz behalten. Hat auch hier an der einen oder anderen Stelle nochmal ein Plätzchen eingefordert. Hier ist soweit nichts reingekommen. Da kommt jetzt nochmal wieder ein bisschen Beikraut durch. Hier sehe ich auch eine Distel. Wollen wir mal gucken, was hier dann nachher noch reinfindet. Wir haben hier auf jeden Fall genug Pflanzen, die überall rein können. Ja, so, und dann gab es natürlich noch Aussaaten. Ich habe vorhin davon gesprochen.
Zum einen zwischen den Erdbeeren, die echt super aussehen. Schaut euch das an. Dafür, dass sie recht spät ins Beet gekommen sind, dürfen wir, denke ich, doch die ein oder andere Erdbeere erwarten. Wobei wir natürlich auch wieder mit den Wühlmäusen teilen werden. Sehr gerne sogar. Und ja, hier haben wir noch Zwiebeln zwischen. Da. Übrigens, die Taktik ist, sich mit den Tieren zu vertragen. Ich denke, in so einem Garten ist Platz für Mensch und Tier. Und da kann man auch teilen, vor allen Dingen gerade, wenn man ein bisschen anfällig dafür ist, sich ziemlich darüber zu ärgern, bis hin zur Wut. Wenn dann mal doch eine Ernte wegfällt, irgendwo was mal wegkommt, dann, ich glaube, das kennt ihr alle da draußen. Das ist halt so die Strategie, daran zu gehen, um das zu neutralisieren, um so ein bisschen davor zu kommen und sagen, okay, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Ich lebe nicht im Mangel, sondern im Haben. Also es bleibt am Ende immer genug zu essen übrig. Verspreche ich euch. Geht da ins Haben, nicht in Mangel. Das wird euch beflügeln. So, neben den Erdbeeren, Zwiebeln, die dazwischen gekommen sind, haben wir hier aber auch noch andere Pflänzchen. Oh, wo sehe ich hier denn? Ich glaube es ja nicht. Das sind die ersten. Und da kommen die nächsten. Schaut mal, da wird es grün. Also hier im Bereich einmal. Links haben wir Möhren. Hier haben wir Radieschen, die schon wunderbar kommen. Dann haben wir da nochmal Möhren, das sind dann halt unterschiedliche, hier haben wir bunte Möhren, also verschiedenste. Dann so die etwas klassischen, also ne, in die orangene Farbe. Und hinten haben wir nochmal Zwiebeln drin, ist mir wieder eingefallen. Und hier vorne war ja Blühwiese, da haben wir nochmal eine Kronlichtnelke mit eingebaut. Hier am Rand wächst wunderbar die Gartenmelde, super, da werden ein paar Pflänzchen noch eine andere Stelle kriegen. Und dann, ja, das ist, glaube ich, das müsste hier schon Ringelblume werden. Exemplare darf sich jetzt erstmal alles ausbreiten, kriegt Wasser, darf wachsen und dann gucken wir, was bleibt und was nicht. Motto ist natürlich immer möglichst viel drin lassen, aber an der einen oder anderen Stelle wird das so konzentriert sein, dass es ums Ausdünnen geht und diese Pflanzen wandern zum Beispiel hinten dann in die Blühwiese rein. Floßbeet auch soweit am Kommen. Na, wo sind sie denn hin? Jetzt sehe ich nur noch eine. Da haben wir eine dicke Bohne. Da haben wir eine dicke Bohne. Irgendwo oder noch eine. Flo, deine dicken Bohnen gehen aus. Naja, wir haben von ersten Teilen geredet, dann passiert das halt mal. Wir haben noch ein paar dicke Bohnen übrig und die werden wir noch in Bohnen stecken können und am Ende trotzdem genug da haben. Also, das ist das kleine Kiobeet vom Flo und hier haben wir dann nochmal ein paar Erdbeerpflänzchen, die er auch eingepflanzt hat. Hier drüben haben wir ja Oregano, das ist noch so ein Bereich, da sehe ich auch noch eine Minze. Nee, auch Oregano, die Königs.